Der NATO-Russland-Konflikt belastet auch die Finanzmärkte. Vergangenen Freitag wurden in den USA ja Warnungen laut. Russland könne womöglich schon diese Woche in das Nachbarland einmarschieren. Die Kurse an der Wall Street gingen daraufhin direkt auf Talfahrt. Heute nun fallen auch an den europäischen Börsen die Kurse massiv. Mehr von Stefan Wolf an der Frankfurter Börse. Während einige Staaten, darunter auch Deutschland, ihre Landsleute dazu aufgefordert haben, die Ukraine zu verlassen, unternehmen Investoren genau das mit ihrem Geld, das sie in Russland angelegt haben. Sie ziehen es ab. Das sieht man an heftigen Kursverlusten an der Moskauer Börse, die über 3% eingebüßt hat. Und man sieht es an der russischen Währung, dem Rubel, der an Wert verliert, vor allen Dingen zugunsten des US-Dollars, der wie so oft in Krisenzeiten als sicherer Hafen wahrgenommen wird. Der Dollar legt gegenüber fast allen anderen Währungen zu, auch gegenüber dem Euro, der entsprechend nachgibt. Am Frankfurter Aktienmarkt sind die Kurse kräftig gesunken. Der deutsche Aktienindex ist sogar zwischenzeitlich unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen. Das sieht man hier durchaus als ein Warnsignal an. 15.000 Punkte, das gilt als sogenannte psychologisch wichtige Marke. Sollte diese Zahl dauerhaft unterschritten werden, dann könnte es schwer werden, sie wieder zu überspringen. Ein Auslöser für diese Kursverluste sind die stark gestiegenen Energiepreise. Denn in der Krise decken sich viele Investorinnen und Investoren mit Energie ein. Das treibt den Ölpreis nach oben. Und Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass Öl der Nordseesorte Brent im Falle einer Zuspitzung bald über 100 Dollar je Fass im Preis steigen könnte. Schon jetzt ist Öl so teuer wie seit 7 Jahren nicht mehr. In den vergangenen Monaten sind die Verbraucherpreise kräftig gestiegen. Die Inflationsrate lag zuletzt bei 4,9%. Vor allem der massive Anstieg der Energiepreise bereitet der Industrie Sorge. Und viele Verbraucher spüren die Inflation beim Tanken, beim Einkaufen und auch bei der Stromrechnung. Der Weg mit dem Auto wird für Isabel Meyer immer teurer. Rund 100 Euro Spritkosten hat die Krankenschwester aus Wuppertal jeden Monat. Also sonst hatte ich so um die 75 Euro. Da bin ich ganz gut so mit hingekommen. Aber das ist jetzt schon deutlich mehr, ne? Es sind vor allem gesunde Sachen, die Isabel Meyer hier in ihren Einkaufswagen gepackt hat. Für sich, ihre beiden Töchter und ihren Mann, der als Pfleger arbeitet. Auch bei den Einkäufen sind die Preissteigerungen für sie deutlich zu spüren. Also ich merke es am meisten Obst, Gemüse. Erdbeeren gibt es aktuell wieder. Da halte ich mich dann schon sehr zurück. Die Kinder würden sich natürlich schon sehr freuen. Heute die Schlangengurke 1,09 Euro. Letzte Woche war es, glaube ich, noch 88 Cent zum Beispiel. Ne? Ja. Das summiert sich schon. Und dann sind da noch die Energiekosten. Hier rechnet Isabel Meyer mit einer dicken Nachzahlung. Ich kann das noch so gar nicht einschätzen. Also, dass es deutlich höher wird, ja. Aber man hofft ja immer noch, dass es vielleicht nicht so schlimm wird. Wir waren auch in der Corona-Zeit natürlich auch sehr viel zu Hause. Das kommt auch noch hinzu. Wird uns einiges erwarten, vermute ich. Sorgen, die gerade viele Familien in Deutschland umtreiben. Auch wenn, wie bei Familie Meyer, beide Ehepartner berufstätig sind. Na, heute schon Blumen bekommen. Heute ist ja Valentinstag, der Tag der Liebenden. Und verbunden mit der Tradition, Blumen zu verschenken zum Beispiel. Und diese ganze Tradition geht zurück auf den Bischof Valentin von Terni, der im 2. Jahrhundert nach Christi lebte und als Schutzpatron der Verliebten und der Eheleute gilt. Mittlerweile ist der Valentinstag aber vor allem ein kräftiger Wirtschaftsfaktor. Einer, der auf Kunden sehnsüchtig wartet, ist Mustafa Karadak. Sein Vorteil, er verkauft Süßes. Und Süßwaren gehören zu den großen Gewinnern. Hier in Form von Burgern. Statt Fleisch werden in ein Brötchen schwarze und weiße Schokolade, Erdbeeren und anderes Süßes gefüllt. Valentinstag ist für uns sehr wichtig. Aus dem Grund, wir haben leider die Pandemie immer noch. Wir hoffen, dass wirklich Valentinstag dann unser Umsatz ankurbelt. Darauf hoffen auch traditionell die Blumenhändler in Deutschland. Am Tag der Liebe verdoppelt sich ihr Umsatz. Blumen sind weiterhin das beliebteste Geschenk. Zu den Verlierern wird in diesem Jahr wohl die Gastronomie zählen. Corona verdirbt vielen den Appetit.
Wir sehen deutlich, dass in der Tat der Umsatz zum Valentinstag bis zu 1 Milliarde Euro in ganz Deutschland über alle Branchen hinweg betragen kann. Frauen kaufen etwas häufiger Geschenke als Männer. Dieses Jahr schenke ich das meinem Mann. Und tatsächlich wusste ich die letzten Jahre oft nicht, was zu schenken, weil es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, so für Männer das passende Geschenk zu finden. Die Herren sind aber deutlich spendabler. Da darf es gerne etwas mehr sein. Die Ladies sind dann die kleinere Variante wählen, wirklich die Einer-Box bis maximal die Vierer-Box. Und die Herren, die geben dann mehr aus und die füttern dann die ganze Familie durch mit der Sechser-Box. Am Ende des Valentinstages geht die Liebe durch den Magen.